eine grüne historische Vision. Eine Mischung aus schönem altmodischem Storytelling, historischer Recherche und hippen site-specific Events. Als Teil von einer ultramodernen transmedialen Kampagne. Ein Film dreht im Rieterpark und auf dem Gut Mariafeld. Mit Einbezug von der wichtigsten Familie vom Land. Den Willis, den Futters, den Lewinskis, den Döwegs, den Marthalers, den Frühes, aber auch den Furtwänglers natürlich, wegen dem deutschen Co-Produzent. Und mit den besten Autoren und Schauspielern vom Land. Den Töchterli und Söhnlis von den Döwegs, den Futters, den Frühes, den Lewinskis, den Hesses, den Leuenbergers, den Brands und natürlich auch den Furtwänglers. So, Hauptsache Teil der Zucht. Das alles transmedial aufbläht. Eine riesige Kampagne. Über all die Schönheiten und den Horror rund um den Komplex Familie Wille. Auch der Besuch von Adolf Hitler 1923 auf dem Grünen Hügel im Rieterpark würde vorkommen. Mit Live-Installationen und Fackelzügen im Rieterpark, das gewaltige Tonhallenorchester würde aufspielen und der Thielemann, der dirigiert.